Hallo, Norbert Bartl. Ich begrüße euch heute aus Linz auf der Messe Bauen, Wohnen und Fertigen. Wir werden dann gleich hineingehen und da gibt es sicher einige Innovationen, die für euch auch interessant sein werden. Lassen wir uns überraschen. Herr Fink, wir sind jetzt da beim Badezimmer und da sieht man auch den Trend Altholz. Ist das jetzt wirklich so ein Trend? Absoluter Trend ist Altholz und mit Schwarz kombiniert, mit Weiß kombiniert. Wie man sieht, kommt es auch sehr gut an. Natürlich mit LED-Hinterbeleuchtung, die man in den verschiedensten Arten steuern kann. Im Badezimmer sollte man ja nur neutralweiß verwenden, um, wie man so schön sagt, nicht überschminkt zu sein. Was mir gerade einfällt, Herr Fink, Vollholz im Bad, ist das ein Problem? Absolut kein Problem. Wie wir ja wissen, Holz nimmt ja Feuchtigkeit auf und verarbeitet das und wandelt es ja in Wirklichkeit zur eigenen Dehnfähigkeit wieder aus. Ja? Deswegen ist es absolut kein Problem. Es sollte halt beim Vollholz kein Wasser drauf stehen bleiben, aber der Dampf macht Vollholz überhaupt nichts aus. Okay, also man kann es problemlos verwenden. Das ist problemlos. Ja. Jakob, wir sind jetzt da bei der Firma Blanco und ihr habt Spülen, Armaturen und alles mögliche an Küchenzubehör. Ja. Du hast gesagt, da gibt es etwas Neues, eine Innovation bei euch. Kannst du uns da mal was erklären dazu? Das ist eine sensorgesteuerte Armatur. Also kann die Armatur ganz normal bedienen, wie jede herkömmliche Küchenarmatur. Habe aber gleichzeitig einen Sensor eingebaut. Wenn ich schmutzige Hände habe oder den Topf in der Hand schon habe, kann ich mit einfachen Sensorauslösungen das Wasser oder den Topf befüllen. Ah, das heißt, die Armatur hängt irgendwo am Strom? Genau, aber es ist ein handelsüblicher Netzstecker, so wie bei einem Handyladegerät auch. Also es ist nichts Aufwendiges und ist auch ganz einfach zu montieren. In einer Viertelstunde ist es montiert. Und Stromschlag kann man sich keinen holen? Nein, natürlich nicht. Also das ist eine echte Innovation, kann man sagen. Ja. Jakob, wir sind jetzt bei den Spülen angelangt und da gibt es doch ein paar Innovationen. Ein paar so einfache Stahlstreben, würde man jetzt sagen. Was kann man damit alles machen? Also die Blanco Etagon-Spüle ist unglaublich vielfältig in der Handhabung und im Nutzen. Ich habe die Möglichkeit, auf drei Ebenen mit der Spüle zu arbeiten, aber auch ganz einfache, banale Sachen. Man weiß nie, wo gibt man das Geschirr durch hin, den Schwamm. Da habe ich einfache Verstaumöglichkeit. Ich habe aber zusätzlich noch extrem viele Funktionen. Ich kann Nudelsieb zum Abschrecken der Nudeln reinhängen. Ebenso aber auch, egal von welchem Dampfgarer, die Dampfgar-Geschirre. Ja, und da hast du mir zuerst was gezeigt, wie das mit dem Schneiden von Gemüse und so weiter ist. Wenn ich Gemüse schneide und vorbereiten tue, dass ich meinen Dampfgarer dann befülle, kann ich das fertige Schneidgut direkt reinwischen mit dem Messerrücken in den Dampfgarbehälter und ab geht's in den Dampfgarer. Sehr gut, ja. Und das funktioniert nur wegen dieser Nischen da oder wegen dieser, genau, diesem Vorsprung. Die Schienen sind bei der Spüle immer im Lieferumfang enthalten und die machen die Spüle gegenüber einer herkömmlichen Unterbauspüle, die keine Funktionsstufe hat, einfach unglaublich funktionell. Ich glaube, wir sind da bei der Firma Bilden. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema Beleuchtung. Die Frage an Sie, gibt es irgendwas Neues? Wir haben also neue Innovation unseren Bilden Air. Ist ein flexibler LED-Beleuchtungsschlauch. Gibt es in zwei Variationen, in Top und Side. Von der Biegerichtung her der Unterschied. IP67.
Der Silikonschlauch ist an sich ein sehr robustes Material. Wo wird denn das hauptsächlich verwendet? Vorwiegend für den Außenbereich. Beständig gegen Chlor und Salzwasser zum Beispiel. Ich kann es im Poolbereich nehmen, allerdings nur ober der Wasserfläche, nicht im stehenden Gewässer. Wie schaut es aus mit Küche und Bad? Ist das auch verwendbar? Ist verwendbar. Es ist lebensmittelecht. Es ist resistent gegen Fette. Es ist bis 200 Grad mit dem Dampfreiniger reinigbar. Also absolut. Und wie kann man das einschalten? Ganz normal über einen Schalter wird das Netzgerät eingeschalten. Über jeden Schalterhersteller kann man das einschalten. Und wie lang kann so ein Schlauch sein? Gibt es in drei Standardvariationen, 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter. Ist vom Elektriker selbst konfigurierbar, das heißt, er kann selbst kürzen, beziehungsweise bei Sonderlängen können wir auch in der Firma das Ganze konfigurieren. Sehr interessant, danke vielmals. Bitte gerne. So, der erste Teil ist einmal geschafft. Jetzt haben wir ungefähr eine Stunde auf der Messe. Ich habe schon sehr viele interessante Innovationen gesehen, aber jetzt geht es noch weiter in die anderen Hallen zu den Elektrogeräten und zu verschiedenen Möbelbeschlägen. Und ich bin sicher, da ist auch etwas Spannendes für euch dabei. So, wir kommen jetzt zu den Dunstabzugshauben und da sehen wir jetzt schon ein paar klassische Modelle. Zum Beispiel, das ist die ganz normale gerade Wandhaube. Wichtig dabei ist, dass man einen Metallfettfilter hat, also den kann man unten herausklipsen, gibt ihn in die Spüle, kann ihn dort waschen und wiederverwenden. Für den Geruch gibt es dann auch den Kohlefilter, den kann man weiter oben hineinklipsen oder man hat ein Abluftsystem. Auch das ist natürlich möglich, wenn man die Möglichkeit hat, durch die Wand hinauszugehen, dann ist das sicher gut und kann man den Geruch gleich einmal nach außen leiten. Da geht es dann weiter mit einer Wandhaube. Was hat die für einen Vorteil? Und die Wandhaube hat einen riesen Vorteil, wenn man größer ist zum Beispiel, man haut sich den Kopf jetzt nicht an, es wird sehr schräg, kommt es noch vor und man sieht das im Vergleich zur klassischen Dunsthaube, dass man da diese gefährlichen Ecken eben nicht hat. Außerdem schaut es recht stylisch aus. Man kann das meistens hervorklappen und hat dahinter dann die Filtersysteme, so wie man es eben bei der klassischen Dunsthaube unten hat, hat man das dann da hinten versteckt und kann es aber relativ leicht wechseln. So, das war's jetzt. Ich war jetzt einige Stunden auf der Messe Bauen, Wohnen und Fertigen. War hochinteressant. Ich habe sehr gute Gespräche geführt mit verschiedenen Händlern und Herstellern. Es gibt viele Innovationen, gerade im Bereich der Muldenlüfter zum Beispiel tut sich einiges Neues. Aber auch bei den Spülen, Armaturen, ihr habt es in den Videos auch gesehen, hat sich einiges Neues getan. Also es gibt immer wieder etwas, was man dazulernen kann auf so einer Messe. Ja, und jetzt geht es wieder ab nach Hause an die tägliche Arbeit, 2 Stunden Fahrzeit. Bis dann.